Ihr wollt wissen, was es in Update 7 gibt? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wie ihr seht, bin ich erstmal wieder zurück in unserer Basis, denn wir wollen uns angucken, wie sieht das denn aus mit neuen Teilen für Update 7. Das schauen wir uns heute an. Heute wird nicht am AKW weitergebaut. Was war das? Kurz dunkel. Egal. So, willkommen zurück. Ja, schön. Gehen wir einmal hier durch. Management. Wir haben Conveyor. Die nehmen wir doch glatt mit. Und wir haben... haben wir denn noch? Dachecke. Wunderbar. Nehmen wir auch direkt in den Warenkorb. Und wahrscheinlich habe ich vergessen, mir Coupons einzustellen. Stimmt, ich habe keine dabei. Wunderbar. Das funktioniert ja schon wieder super. So, die Boombox haben wir. Die Pionierauszeichnung, da arbeiten wir noch ein bisschen dran. Vor allem an der goldenen Nuss. Das haben wir alles. Das brauchen wir nicht holen, sondern so. Da auch. Okay, wir brauchen 5. Da in der Kiste haben wir welche, aber wir haben schon lange nicht mehr geguckt, was in unseren Schreddern ist. Dort haben wir 22, aber noch keine DNA-Points. Schade. So, die nehmen wir uns. Easy. Da haben wir uns. Jetzt muss ich da alles wieder neu reinpacken, ne? Weil doch, nee, Warenkorb ist gespeichert. Perfekt. Alles kaufen. Klasse. Wir könnten mal, was ich gerade so sehe, Ethereum reparieren. Brauchen wir nicht mehr. Highspeed-Anschlüsse für Lift. Okay, passt schon. So, haben wir das schon mal wieder raus. Die müssen wir auch noch machen. Das nehmen wir mal da raus. Haben wir die Liste mal ein bisschen eingekürzt. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. Tier 4 haben sie gesagt. Oder? Moment. Da haben wir nichts Neues. Da haben wir auch nichts Neues. Auch nichts Neues. Okay, die haben wir jetzt neu. Auf den Boden setzen geht aus irgendeinem Grund nicht. Moment. Ich kann die nicht an die Schrägen hängen. Nein. Egal, gucken wir uns gleich an. Was haben wir denn noch? Sonst ist hier auch nichts. Steuerung. Nein. Transport wird es nicht sein. Fundament. Auch nicht. Wände. Nee, Architektur. Da sind unsere neuen Corner-Teile. Oh, die hätte ich so sehr gebraucht, ne? Und die gibt's auch in Glas. Hm. Ja, ich habe nicht alles dabei. Oh. Das wäre so optimal für die Pyramide gewesen. Okay. Also hier haben wir auch nichts. Aber es hieß ja sowieso Tier 4. Das heißt... ah, Blueprints. Wir kriegen das Ding und die ein Bildgun-Upgrade. Aha, dadurch kriegen wir das. Und guck mal, wie praktisch. Wir haben sowieso schon alles. Bam. Dann können wir ja mal sagen... Ballereien. 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 Noch mal rein. Noch mehr rein. Und hiervon noch zwei rein. Und adios, Kollege.
Hey, wir haben Blueprints. Ach guck, das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Hau mal wieder ab. Du schaffst das. Bin ja staubig geworden, man sieht's, ne? Da kommt so viel Staub raus. Wunderbar. Okay. Dann schauen wir mal. Wo ist denn der wohl? Unter Spezial natürlich. So, ein bisschen größer. Wir suchen uns jetzt eine Fläche. Haben wir hier unten noch genug Platz? Echt jetzt? Du würdest fast passen, wenn ich gar nicht so viel Mist gemacht hätte. Sitzt da oben drauf aus? Da könnte der doch gut hinpassen, oder? Ansonsten da vorne. Also wir gehen da oben hoch und probieren das da aus. Bisher? Ja, so. Contentmäßig. Muss ich sagen, ich habe ja diese kleine Umfrage gemacht. Ich habe endlich den Community-Tab. Ich bin so happy darüber. Und sie war... Ja, das stimmt jetzt mal. Gut, muss ich mal eben nachgucken. Einen Moment. Ja. Was ich befürchtet habe, ist immer noch so. Sie war perfectly balanced, as all things should be. Ach, mir fehlt Material. Das wäre vielleicht cleverer gewesen, da vorher drauf zu gucken, ne? Ich brauche 15 Rahmen und 100 von den Dingen. Die haben wir hier eigentlich drin. Egal. Dann fallen wir hier nochmal runter. Das war... Der hätte auch böse enden können. Und zwar hat das Spiel mittlerweile so kleine Ruckler. Das macht es ein bisschen anstrengend, wenn man dann durch die Gegend fliegt. Wir brauchen dich und wir brauchen dich. So. Oder macht es Sinn, das da oben auszuprobieren, weil es nämlich gerade nah. Ich könnte auch sagen, naheliegend. Da könnte ich zur Not ein bisschen auf den Beton aushelfen. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr. Du stehst ein bisschen über. Okay, hier haben wir den Designer. Da ist Material drin. Hier können wir die Blueprints benennen. Wunderbar. Dann machen wir doch mal... Versuchen wir uns doch mal im ersten Blueprint. Ich will jetzt nicht hier einfach nur eine Plattform machen, das ist hoffentlich klar. Ich versuche, hier drauf Parillos zu setzen, die man aber dann vielleicht, wenn wir auch nicht so weit, ja, einen noch. Okay. So. Okay, wenn ich jetzt hingehe, machen wir den mal. Was versuchen wir denn? Organisation? Nein, Produktion. Wenn, dann wollen wir was produzieren. Schmelzöfen. Komm. Wir machen was mit Schmelzöfen. Ich will ja nicht Snoot hier kopieren. Wir fangen so an, dass wir so haben. Ist da hinten noch ein halber frei? Das sollte reichen. Das Spiel ist im Weg. Okay. 2, 3, 4, 5.
auf der anderen Seite. Wir wollen da einen halben haben. 1, 2, 3, 4. Eigentlich nicht ineinander sitzen hier, sondern schön da dran. So. Jetzt packen wir uns hier. Ist das gerade clever, was ich versuche? Nein, ist nicht. Wir schaffen das schon. Passt bitte dran. Wir kriegen hier ein Schild von da. Passt auch schön. Machen wir es da auch. Dahin. Also ja, vom Prinzip her ist das das gleiche wie der gute Kollege, der gemacht hat. Aber wenigstens andere Geräte. So, hier hin. Was ich eigentlich vorhatte, was ich überlegt habe, dass man das Ganze direkt ein Stackable Design hat, weil ich kann ja jetzt hier oben drauf, könnte ich ja jetzt ich mache mal hier vertikal, 3 hoch. Und dann nehmen wir weg. Da kommt ein solcher drauf. Ein solcher drauf. Und oben drauf kommt der Kollege. Und bitte so, dass du drinnen bleibst. Warum? Einmal. Würden wir bitte? Ja, wir haben keinen Bock. Okay. Mit denen funktioniert schon mal. Dann machen wir was anders. Ach ja, funktioniert ja auch nicht. Du lässt es zu. Dann ist ja gut. So. Oben drauf. Ja. Oben drauf. 2 von der Sorte. Und den Rest bauen wir gleich wieder ab. Ne, brauchen wir jetzt einen Zoom. Ups. Da. Hier 3. Die zusammen. Das Einzige, was ich bei der ganzen Sache nicht bedacht habe, ist, dass wenn ich hier unten den Boden drunter setze, den ja jetzt auch quasi hier drüber hätte. Und das ist doof. Das war nicht so clever. Gute Frage. Würde ich die jetzt noch hier oben hinkriegen? Oh, ich kann das Ganze direkt doppelt machen. Weil dann würde es ja wieder funktionieren. Hey, das ist eine gute Idee. Das ziehen wir durch. So. Dich hätten wir gerne wieder so stehen, dass du... Einmal. Die 5. Müssen wir das hier nur genau andersrum machen.
nicht fallen. Und da rein. Zack. So, die Rezepte werden ja auch gespeichert. Das heißt, wir könnten gleich hingehen und sagen, wir wollen das für Kupfer haben oder wir wollen das für Eisen haben. Weil man hier natürlich auch überlegen könnte, einfach die Rezepte wegzulassen. Förderband Fusionator. So, die unteren gehen in die Richtung, das heißt, die oberen gehen in diese Richtung. Jetzt wäre das nämlich wieder stackable. Und wir können hingehen und hier vorne schön den hinsetzen. Hier setzen wir den dran. Unten kommt der dran. Ziehen wir jetzt mal eben zu Ende hier. Wir müssen ja auch noch Strom legen. Machen wir auch noch. Okay, ich merke, irgendwie wird das Spiel gerade ruckeliger. Vielleicht hätte ich das nicht hier machen sollen, sondern irgendwo, wo ich nicht so viel gebaut habe. Das Spiel nicht so viel rendern muss. Hätte man hier jetzt theoretisch noch... Okay, hier wird das nicht mehr ranpassen, um Blueprints zu laufen, aber das ist ja dann relativ easy damit weiterzumachen. Ja, da muss man halt irgendwie einen Platz davor haben. Natürlich jetzt nicht nach hinten hin stacken will, aber wenigstens nach vorne. Ja, nach oben meine ich. Weil hinten und vorne wäre so ziemlich das gleiche. Kommt da rein. Es geht alles immer nach hier hinten. Das ist praktisch. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier hoch. Setzen dich dorthin. Setzen dich dorthin. Okay, das passt. Ein da. Du da rein. Ja, komm. Du da hin. Du da hin. So, damit ist das dran. Jetzt müssen wir nur noch da die Bänder ziehen. Blöde ist natürlich, jetzt kann ich mir was Tier 4 alles war. Ich glaube, schlimm wurde es erst ab später. Und Raffinerien und so. Also es könnte tatsächlich für so ein Midgame echt nützlich sein, wenn man zum Beispiel Katerium einschmelzen will. Katerium geht doch, oder? Könnten wir gleich überlegen, ob wir hier für Katerium, weil wir haben ja da hinten unsere Katerium-Schmelzanlage. Vielleicht können wir da ein bisschen dran rumbasteln und das da wirklich mal ausprobieren. Eigentlich gerade nicht wichtig, aber das wäre halt so ein Anwendungsfall, den man da nutzen könnte. Dahin. Na, komm. So. Das hätten wir. Hier wäre unser Ausgang. Perfekt. Jetzt fehlt nur noch Strom. Strom steht da.
Dann machen wir einfach. 5, ne? 5 ist eine blöde Zahl. Bist du hier? So. Da ein Mast. Da ein Mast. Wir sind. Wir machen das. Da einer und dort. Dann schauen wir mal. Du da dran, du da dran. Hier beide miteinander verbunden. Du mit dem verbunden, du da dran. Du da dran, du mit dem verbunden. Du mit dem verbunden, du da dran. Und mit dem verbunden, weil der ist da dran, der hier ist mit dem verbunden und dem dran, während der an dem dran ist und diesem. Gleichzeitig bist du aber auch an dem hier hinten dran und du auch. Bei euch beiden ist jetzt jeweils noch ein bisschen was frei. Perfekt. So. Und unten haben wir eine Decke. Können wir hier hingehen? Nee, so da durch will ich nicht. Achso. Hier. Wir sind jetzt 5 dran. Dann nehmen wir uns noch einen hier in die Mitte. Dahin. Gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, du bist voll. Da ist noch einer frei. Dem könnte man den Anschluss machen oder über den hat man jetzt freie Wahl. Jetzt sagen wir, wir machen das wirklich mit Kriterium. Wir brauchen mal 45 Kriterium. Natürlich etwas, was es hier nirgendwo gibt, dass man 900 Kriterium hat. Man könnte ja zum Beispiel für irgendwie eine Zentralfabrik könnte man sowas ja nutzen. Wenn man es etwas luftiger baut, ginge das ja auch. So. Das haben wir hier, fehlt ein Band. Alle mit Strom versorgt. Bänder sind gezogen. Wie sieht es hier oben aus? Band, 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 Band. Alles gut. Nicht runterfallen. Gut. Und dann haben wir das doch. Dann sagen wir hier Stack. Smelter. So.
20, wie heißen die Dinger? Schmelzöfen. Hat der mir die Schmelzöfen jetzt aus meiner Liste da drüben rausgezogen? Nein. 20 Schmelzöfen. 2 Plattformen mit links, rechts, jeweils 5 Öfen. Ja, Serie. Kriterium. So. Wir können ein Icon setzen. Teile wäre Kriterium da. Bild aus. So. Category. Da sagen wir Herze. Herze ist super. Puh, was könnte man da denn für ein Icon nehmen? Es ist noch so ein bisschen, ein Erz-Icon fehlt mir hier eigentlich noch. Irgendwas, was andeutet, dass ich es extrahiere. Oder verarbeiten. Ja, komm, machen wir so. Nein. So. Dann add subcategory. Dann Terium. Welchen? Hä? Nee. Sag mal. Terium. Nee, du sollst da hin. Aber die hier soll weg. Und die soll da hin. Ah, die kann ich nicht wegmachen. Okay. Apply changes. Das heißt, ich finde jetzt Save Blueprint. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe Blueprints, Erze. Es fehlen Kabel. Okay. Hier Designer. Sollte das in dieser Kiste sein, ne? Alles nehmen. Sollte ich mir trotzdem noch genug nehmen? Zeigt die Kosten auch an, ne? Ich hole mir jetzt einfach nochmal die Kabel, weil den Rest sollte ich alles doppelt genug haben. Und dann schauen wir mal, ob wir die übereinander kriegen. Und dann habe ich doch die Zeit eigentlich ganz gut durchgekriegt. So. Einmal hier rüber. Ich möchte gerne meinen Blueprint so rum hier hinstellen. Und wenn ich jetzt soll das wirklich so aussehen? Eventuell ist das noch ein bisschen bei. So, wenn ich jetzt hier hingehe und sage, hier, Ei hoch, Blueprints, Bob, dann kann ich mir diesen Blueprint doch bestimmt wunderbar. Ja, okay. Ja, Stackable ist, relativ.
muss ich sagen. Also ich könnte ihn jetzt ein bisschen versetzt hinsetzen. Das funktioniert also auch noch nicht so gut. Aber steht die zweite Etage. Und es ist immer noch etwas sehr langsam. Hier ist das jetzt richtig. Okay. Nee, auch nicht. Aber das scheint schon mal zu funktionieren. Jetzt ist nur, das haben sie gesagt, ja, okay. Ich muss jetzt den ganzen Kram manuell abbauen. Ja, das ist aber etwas, was ich nicht mit euch zusammen machen muss. Was ich aber noch ausprobieren wollte. Wenn ich jetzt auf die andere Seite fliege, habe ich doch hoffentlich hier irgendwo Strom. Woher kriegst du deinen Strom? Du kriegst deinen Strom von da. Da ist Strom angesetzt. Ja. Gehe ich dich direkt da dran? Ja. Und es gehen sofort alle an. Ich bin, also was das angeht, bin ich echt begeistert. Ein paar Kleinigkeiten sind, glaube ich, noch zu machen. Und das funktioniert zum Beispiel, damit man sie vernünftig übereinander stecken kann. Aber das wäre ja eine Sache, die ich mir ausdenken muss. Von daher, alles gut. Jo, das ist das. Jetzt gucken wir uns nochmal eben schnell. Ja, Wände haben wir uns gerade angeguckt. Eine Sache gibt es hier noch, die wir uns noch angucken können. Das können wir aber relativ einfach und schnell machen. Hier geht ein Förderband raus und es hängt sofort an der Decke. Genau, das wollten wir auch mal so machen, aber das funktioniert einwandfrei. Jo, das geht. Jo. Das ist so ziemlich alles, von dem ich im Moment weiß. Vielleicht finden wir irgendwo noch neue Musik. Das wäre halt nochmal so eine Frage. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Häfchen.